Auch der nächste Kandidat hat sich bestens vorbereitet. Ich werde auf die Bühne gehen und da werde ich nicht groß rumhüpfen oder rumtanzen, sondern ich will einfach meine Gefühle, die ich dazu habe, werde ich der Jury rüber transportieren. Ich werde die Jury mit meiner offenen, authentischen, sympathischen Art überzeugen. Ich glaube, also ja, die Stimme hat Raum. Sie singt mit. Die Stimme hat Raum in diesem Körper. Sie singt mit. Wer deinen Namen trägt. Das könnte eine Oper sein, ne? Ja, ich glaube. Ehrlich? Oder? Ich habe ein gutes Gefühl. Du hast ein gutes Gefühl? Guck mal, der macht ganz wenig. Der ist sich seiner Sache total sicher. We Was meint ihr? Open the door. Ich würde ziehen. Ich weiß nicht warum, aber ich würde ziehen. Was meint ihr? Ist gut, ja? Ja. Glaub schon. Ihr meint ihr auch? Irgendwie so schelmisch. Familie? Deine Freunde, deine Familie? Nee, es sind alles drei Freunde. Drei Freunde? Yes. Alter. Deine Freundin ganz links, sie hat ganz real hat sie hier mitgefiebert. Und zwar so, dass ich auch kurz gedacht habe, also hier, da zuckt mein Finger. Ja, und sie hat gesagt, sie kann auf Knopfdruck weinen, deshalb. Deswegen ist sie auch hier wahrscheinlich. Genau. Der Song. Ja. Kein Wunder, dass das Boot gesunken ist, Alter. Nein. Also du bist in meinem Team und du bist ein grundsympathischer Typ und dabei bleibe ich. Ich habe dich Dankeschön. Da gesehen unter der Kuppel, habe gesagt, dieser Typ, mein, ich glaube, Zitat war, der weiß, was er tut und die Stimme hat Raum. Ja, na ja. Die Stimme hat Raum. Ja. Das, ja. Im Keller gibt es auch Räume. Ja. Wie heißt du denn? Sandro, ich bin 27 und komme aus Zürich. Ich habe mich bei Famemaker beworben, weil ich das Inserat gesehen habe. Neue Castingshow, du musst eine geile Show machen. Ich liebe geile Shows und kann nicht singen. Und es war immer ein Traum von mir, eine Castingshow mitzunehmen, auf einer großen Bühne zu stehen. Und deshalb habe ich mich beworben. Ja, ich würde jetzt einfach gerne nochmal von dir was hören. Oh Gott. Um einfach mal deine Range abzukaspern. Jetzt haben wir eben Celine Dion gehört. Jetzt würde ich gerne von dir. Du bist ja mein Kandidat fürs Finale sein. Also. Deswegen würde ich jetzt gerne einmal von Whitney Houston I Will Always Love You. Da kenne ich einen Text leider nicht. Oh. Ah, Sandro, singt das, was du singen willst. Was kannst du singen? Was kann ich? Paparazzi von Lady Gaga. Ja, let's gut. Go. Du kannst Lady Gaga singen. Also, können ist übertrieben. Ich versuch's. Ja, hau mal los.
We are the crowd, we're coming out. Got my flesh on, it's true. Need the picture of you, it's so magical. Performer, ja, richtig. We'd be so fantastical. Ja, Mann. Ja, geil. Ja. Ja, gesanglich bin ich nicht der Beste. Aber eben zum Glück wurde es nicht nach dem Gesang entschieden. Das finde ich sehr toll in dem Format, dass sie eben auf die Performance schauen und das möchte ich gewinnen. Also kannst du denn tanzen? Oh nee, also ich kann mich ein bisschen bewegen, aber groß tanzen. Dann konzentrieren wir uns voll auf den Gesang. Ja. Genau, Gesangstalent. Ja, geil. Ich freue mich sehr, dass du in meinem Team bist. Ich meine, ich wohne ja auch in Köln, das ist auch eine einzige Baustelle. Deswegen freue ich mich sehr, mit dir zusammen zu arbeiten. Weißt du was? Geil. Du bist so ein cooler Typ. Du machst es mit so viel Humor und ich möchte mit dir einfach richtig Spaß haben. Und, das machen wir. Ich weiß nicht, ob du ins Finale kommst, aber falls du ins Finale kommen solltest, dann werden wir einfach richtig so eine 7-Minuten-Nummer machen. Ja. Live im deutschen Fernsehen. Ja. Du, ein Mikro und die komplette Fernsehlandschaft Deutschlands. Das wird alles. Dein Moment. Danke, merci. Wir müssen dann alle durch. Schön, dass du dabei Danke. Bist. Sandro ist Kandidat Nummer 6 im Lux-Team. Gut gespielt, gut, ja, gut. Sehr gut. Die Boys nicht so gut. Die Boys waren so, denen war das ein bisschen unangenehm. Ja, Luke, ja. Und du warst sehr sympathisch, Jackal. Gratuliere. Was ist denn, Luke? Der, also sympathisch ist er, ne? Ja, cooler Typ, cooler Typ. Aber und Gesang schlecht. Muss halt überleben, im Singen ne? schlecht. Was du machst. Sehr schlecht. Sehr schlecht. Du singst hobbymäßig? Ja, also ich versuch's. Ich sing unter der Dusche. Du singst mit Leidenschaft. Genau. Das auf jeden Fall. Ja. Hey, ich freue mich sehr für dich. Danke vielmals. Wir werden sehen, ob du im Finale bist. Schau du mal. Ja. Ich halte dir die Daumen. Danke vielmals. Und bis dahin, alles Super. Gute. Danke. Tschüss. Danke. Ich glaube, dass ich das Ding gewinnen kann. Man hat es vorhin schon gesehen. Ich habe Luke überzeugt, obwohl ich überhaupt nicht singen kann. Und auf das bin ich sehr stolz.